Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 auf unserem Bau- und Forstprojekt und hier wird es heute mal wieder weitergehen. Beim letzten Mal hatten wir ja die Fahrzeuge rübergefahren und hier geschaut, wie wir das am besten mit dem Zaun machen. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir uns hier einfach mit dem Landscaping, wenn wir soweit sind, einfach eine Erhöhung machen, quasi einfach eine Felswand machen und hier zwischen schön die Solarfelder stellen werden. So habe ich mir das jetzt überlegt. Und damit werden wir jetzt mit dem Solarpark beginnen. Das nehmen wir jetzt mal so als Grenze. Würde ich mal sagen, da fangen wir mal an. Wir setzen da einfach mal ein paar Solarfelder lang. Wir haben ein bisschen Geld, das ist ja nicht das Problem. Hier auf der Karte ist das ja nicht ganz so wild. Wo haben wir sie denn? Stellen auf jeden Fall die ganz großen Solarfelder hin. Vielleicht auch zwischendurch mal ein kleines. Habe ich das andere überhaupt drin? Ah, da ist es. Ich weiß nicht wieso. Ich finde das irgendwie ganz optisch schick, wenn wir das dann hier gestellt kriegen. Was natürlich nicht geht. Kriegen wir dann die anderen gestellt? Ich hoffe es. Wenn nicht, müssen wir die ganze Fläche anheben. Ja, die gehen. Dann stellen wir die hier lang. Zack. 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 So. Gut, die stehen jetzt, die müssen ja auch nicht in einer Reihe, in Reihe und Glied stehen, das ist ja nicht so schlimm. Aber ich denke mal, wenn wir so machen, dass wir 5 in der Reihe hinkriegen, ja, müsste auf jeden Fall gut passen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier den Wald wegklotzen und werden hier ein schönes Solarpark bauen, damit die neue Stadt, die hier natürlich gebaut wird, auch mit Strom und Wasserversorgung, Strom versorgt ist, ne? Wasser können sie aus dem Fluss ziehen, können sie sich mit einer kleinen Kanne holen. Fertig. So, wir werden dann mal anfangen, die ersten Bäumchen hier wegzuhauen. Damit wir hier richtig Gas geben können. Windpark kommt auch noch hin, aber der kommt auf dem anderen Ende hin. So, stellt man nicht zusammen. Muss ich noch welche finden, die hier freiwillig mähen kommen, ne? Wir machen es ja ne. Auf Arbeit auch, muss ich mir hierfür auch noch welche suchen, die hier die PVA-Anlage mähen kommen. Gucken, dass wir hier ein bisschen die Bäume auf den Haufen werfen. Machen wir hier einen kleinen Weg rein. Die Straße werden wir auch gleich bauen demnächst, in der nächsten Folge denke ich mal. Jetzt nehmen wir erstmal ein paar Bäume ab. Ah gut, ganz gerade übereinander gelegt kriege ich sie nicht, aber ich versuche trotzdem so ein bisschen alles auf den Haufen zu legen, das Holz. Dass ich da nicht so ewig weit gurken muss. Schön das Holz wegkloppen. Nicht festfahren. Oh, dafür haben wir ja den. Zum Stuppen empfehlen haben wir jetzt das andere gute Ding. Das geht ja rucki-lecki damit. Jetzt muss man sagen, genau für diese Sache wäre natürlich geil, wenn wieder würde ich jetzt diesen kleinen Grashopper geil finden, den es im LS17 gab. Der wäre natürlich so das Coole, dass man zwischendurch einfach mal sagt, wir müssen auch zwischendurch mal die PVA mähen. Ne? Das würde ich cool finden. Ach, nun nimm ihn doch endlich hier. Der will nicht. Mal die Kontrolle einstecken, das geht ja gleich aus.
Das ist immer das Blöde, wenn die Bäume so zugewuchert sind. Da sieht man immer nicht wirklich, was man da macht. Ich muss mal gucken gehen. Ach so, ich bin ein ganzes Ende daneben. Schon besser. Da muss ich sagen, das hat man im 17 auf jeden Fall besser erkannt, wenn man rangefahren ist. Es kann natürlich auch täuschen. Kann auch sein, dass es mir nur mir so vorkommt. Ja, aber ich sag mal, 5 Reihen reicht auf jeden Fall. Wie weit wir natürlich nach hinten gehen, das überlegen wir uns, wie viele Solarfelder wir hier hinstellen. Das gibt auf jeden Fall auch gut Geld, ne? Kriegen wir noch ein bisschen mehr auf Konto hier. Und wie gesagt, alles, was hier neu gebaut wird, wird dann so schon mal mit. Ui. Ah, das wird so nichts, wa? Ah, jetzt. Alles, was wir neu bauen, wird natürlich jetzt damit schon mal mit Strom beliefert. Okay. Harveste müde, Harveste schlafen, ne? Das ist ja schon wieder peinlich. Auf jeden Fall schon wieder ein Bild für die Götter hier. Festhalten. Zack. Aber gut, dass man selber aufstellen kann. Ich glaube, im Wahnsinn wird eigentlich jeder Chef aufhängen, wenn man das Ding so auf der Seite legt. Aber hier ist es ja egal, ich bin ja mein eigener Chef. Also müsste ich mit mir selber meckern. Aber habe ich heute keine Lust zu. So. Fahren wir einfach drüber weg. Wenn die runterrollen, rollen sie runter. Nicht wieder. Oh nö, nicht schon wieder. Das leuchtet ja hier in der Aufnahme schon wieder mit mir. Super. Wo hänge ich jetzt hier? Jetzt kann ich mal einen Baum stumpen. Bremse will einfach heute nicht. Ich meine, ich kann mir hier ja auch noch einen zweiten Haufen machen. Ah, das geht natürlich genau wie ein Solarfeld, sag ich doch. Ah, jetzt wieder gut. So wie sie liegen, können sie jetzt auch nicht großartig wegrollen. So kriege ich es auch noch gut aufgeladen. Also ich muss wieder mehr Force machen, ich bin aus der Übung. Die letzte Force-Folge ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, muss ich ehrlich gesagt dazu auch wieder sagen. Ja, nächste Folge werden wir hier mal eine Straße reinziehen. Ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge machen. Wenn wir hier noch ein paar Solarfelder stellen, sind wir schon mal gut. Verdienen wir schon mal gut Geld jetzt, ne? Wird zwar nur eine kleine PVA, aber die wird Geld einbringen.
Wo hänge ich denn da schon wieder? Hä? Er hat das Ding doch eigentlich schon gegriffen. Warum hat er denn gerade eben nicht gesägt wieder mal? Oh, ich verstehe es manchmal nicht. Aber egal, wir kriegen das schon alles versaut. Nun los, roll rüber da. Ach, der will wieder nicht. Ich könnte schon wieder. Los schreien. Aber nein, die benehmen uns. Den auch, dann fräsen wir wieder ein paar weg, dann stellen wir die nächsten hin und versuchen uns immer das Holz so gegen die Solarfelder zu legen. Dann rollt das nicht so groß hin. Und von dazwischen kriege ich es eigentlich ganz gut mit dem Träger, denke ich mal, rausgenommen. Wenn nicht, habe ich Probleme. Steht er da drauf? Also ich glaube, ich bin außer Übung. Das hat schon mal besser funktioniert mit mir. Das Ding schon mal im Schlaf beherrscht. Wo liegt der denn jetzt hin? Warum hat sich denn... Ich hab doch den Kopf... Ach, ist doch egal, wo der damit. Zur Not fräsen wir die zwei Stück da gleich weg. So, wo haben wir denn das gute Stück stehen? Da steht er. Ich liebe das Teil jetzt schon. Gehen die Baumstuppen so schnell weg, ich finde das richtig geil. Ah, da muss man sagen, gerade sowas, ne, das Blackship-Modding doch wirklich die beste Adresse für. Zumal man sagen muss, das Ding läuft ja auch fehlerfrei, ne? So, der ist weg, der stört uns nicht mehr. Ah, die Tannen lassen sich gut entfernen, ne? Nicht so wie auf einigen anderen Karten die Deko-Bäume. Ich möchte jetzt mal wissen, wie viele jetzt gerade gehofft haben, dass ich ins Wasser fahre. Da gibt es bestimmt einige, die damit gehofft haben. Hoffentlich wird etwas. So, haben wir alle weg. Sieht danach aus, ne? Und zum Vorteil, dass ich mehr Bäume gefällt habe.
den haben wir auch weg. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich habe so viel Zeugs hier drin. Man sucht immer einfach zu lange. So, lass mal ein bisschen Luft, dass wir dazwischen kommen. Zack. Zack. Drei. Vier. Ah, die muss ein bisschen. Fünf. Müssten wir auf jeden Fall gut hinterkommen, ne? Ja. So geht das. Man kommt hier noch mit dem Träger rein, um die rauszuholen. Dann muss man nachher irgendwann mal mit dem Träger mit dem Mähweg immer hier reinfahren und ein bisschen abmähen. Sieht einfach ordentlicher aus. So, wir können ja jetzt noch ein bisschen die Zeit nutzen. So, haben wir hier schon mal einen Weg lang. Ein bisschen kleiner. So, da müssen die Bäume auf jeden Fall noch weg. Dann wissen wir ungefähr, wo wir. Sie ist zwar jetzt nicht. Sie ist zwar ein bisschen gerundet, weil es halt ein bisschen schräge geht. Aber wir kriegen eine ordentliche Straße hier rein, ne? Damit wir einen kleinen Straßenverlauf auch hier auf dem Hof, auf der Karte haben. Die muss ein bisschen höher. Das arbeiten wir natürlich alles noch nach, vernünftig. Aber ich denke mal, ihr wisst genau, worauf ich gerade hinaus will. So, das müssen wir. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal so eine kleine Spur, die ich mir jetzt langfälle. Wie gesagt, wenn die Straße hier ein bisschen schräge ist, das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das hier ist ja sowieso mehr für Forst- und Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen, nicht für den normalen Verkehr. Hier sieht man auf jeden Fall, wo noch die Bäume gemacht werden müssen. Aber so auf jeden Fall wird auf jeden Fall so ungefähr der Straßenverlauf. Wir müssen ja nicht diese Straße folgen, denn wir bauen uns unsere eigene Straße, ne? Wie haben wir jetzt hier den Platz, den wir uns schön fertig machen mit. Ja, schauen wir mal, Moddergatsche. Hier wird auf jeden Fall unser Hauptplatz erstmal werden für die Forstfahrzeuge. Also hier ist unser erstmal jetzt für die erste Station unser Sammelplatz. Ich denke mal, das sollte reichen. Wie gesagt, hier, das werden wir anheben. Hier bauen wir eine schöne Front lang mit Felslandschaft für die Abgrenzung zum Solarpark. Ziehen wir ein bisschen die Straße rein. Ich denke mal, es wird auch ein bisschen. Normal könnten wir auch sagen, wir können hier ein bisschen Wasser rangehen. Ich denke mal, das wird auch passieren. Das werde ich vielleicht alles auch ein bisschen was offline machen. Aber wenn wir es hier rangehen und diese ganze Ecke voller Solarfelder klatschen, oh, sollte das auf jeden Fall reichen, so als kleinen Solarpark, ne? Und das wären noch locker 1, 2, ich sag mal 3, 4 Reihen wären das garantiert noch. Wir könnten zwar dann weniger in der. Wo ist das Wasser? Da ist das Wasser. Ich glaube, ich bin schon wieder ganz weit weg von unserer Stelle. Oh ja, da ist die Brücke. Aber ich sag mal so locker 1, 2, 3, 4, 5, bis hier in den Knick könnten sogar 6 Reihen wären, die wir hier hinbekommen. Ja, werden wir auf jeden Fall alles wegholzen. Hier wird der schöne Solarpark werden. Und dann werden wir uns mal so langsam und sicher mal in diese Richtung aufarbeiten und irgendwo hier mal den Landwirt hinknallen, die ersten Felder anlegen. Und. Ich denke mal, hier werden wir demnächst auch mal anfangen weghauen. Hier werde ich einfach mal ein paar Häuser langstellen. Das könnte man auch mal langsam in Angriff nehmen. Aber alles Stück für Stück, ne? Damit sind wir auch am Ende von unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Damit bin ich raus und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.